Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 22 mit dieser Create-Team-Karriere mit dem New England Football Club. Herzlich willkommen hier in der England Football Liga. Ja, in der letzten Folge sind wir weitergekommen im Pokal gegen Northampton. Heute geht es gegen Sutton United und da wollen wir natürlich so ein bisschen den Fehlstart vermeiden. Und ja, dann probieren wir es heute mal aus. Und ich denke mal, wir spielen auswärts, so wie ich das mitbekommen habe. Und da geht's schon wieder. Es geht jetzt Schlag auf Schlag und dann kommt schon Quali Town. Also das ist jetzt zack, zack, zack. Rowdy hat den Verein verlassen. So, Smart hat natürlich sein erstes Tor gemacht. Aber heute gibt es wieder diese Rückrotation. Und ja, 4-2-3-1 mit dem Sieg. Und mit dem Sieg wollen wir heute wieder so ein bisschen, wie gesagt, erstmal den Fehlstart vermeiden. Das ist jetzt erstmal das große Ziel. Na dann, auf geht's. Spieltag Nummer 2 in der Liga. Na dann, auf geht's. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Es könnte ein Superspiel werden. Interessante Geschichte hier, Wolf. Es kann losgehen und wir freuen uns auf eine reizvolle Begegnung. So werden die Gastgeber beginnen. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Genau so ist das. Und das ist die Ausstellung hier von unserem heutigen Gegner, Sutton United. Wie gesagt, wir sind in der Liga heute was machen. Wir sind Letzter. Ein paar Carabao Cup Liga, sind wir schon mal zweite Runde. Naja, schauen wir mal. Das ist die Aufstellung der Football Friends. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So, wie gesagt, die Aufstellung. Wie ist wieder im Kader? Thank you. Enjoy the game. Ja, das ist sogar ein Heimspiel, das kann sogar sein. Ich kann aber sagen, weil es ist tatsächlich ein Auswärtsspiel. Ja, ist das zweite Auswärtsspiel in Folge. Das Spiel beginnt. Das ist eine Chance für die Gegner. Die Ecke kommt. Super gehalten. Zweite Chance für Sutton. Mauer ist wieder was dran, also gibt es eine Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Da ist das Tor, der Ball. Und dann geht 0-1. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Frühes 0-1. Geht in der Liga quasi so weiter im Pokal, was dann doch was erfolgreich geschafft. Und in der Liga. Ja, nicht. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung so früh im Spiel. Tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Ahnt hier diesen Pass. Boah, da ist er schon gegangen hier. Das sieht vielversprechend aus. Da ist der Ball an den Tor.
Schade. Eckball. Er ist unzufrieden, klar. Was ist nur mit der Chancenverwertung? Das hätte der Ausgleich sein müssen. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Wird der weggeschirmt da? Die Chance für den Konter. Abwehr muss aufpassen. Der Torhüter Latte. Gute Balleroberung hier. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Ja, ja, vielleicht ein bisschen zu kurz. Die Idee war ja nicht schlecht, den so in Lauf zu setzen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Oh, das darf natürlich nicht passieren. Gut, da dürfte der Stürmer, glaube ich, nicht halten, was Absatz gewesen wäre. Ja, das kriegt er nicht hin. Sie holen sich hier den Ball. Ja, du läufst einen scheiß Rückstand hinterher, ne? Da haben sie den Ball, gut gemacht. Die Football Friends mit einem Angriff. Fast Nachzeit. Ja? Gibt jetzt hier doch noch Geld. Wieso gibt der für mich jetzt... Was gibt der mich jetzt wieder ins Geld? Aber das Foul ist natürlich Geld. Ich habe noch nie mal was gemacht. Ecke kommt in den 16er. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ah ja, ich habe doch nichts getan. Und er pfeift dann doch noch ab. Genau richtig reagiert, denn aus dem Vorteil wurde doch nichts. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Gute Parade. Berg. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut, eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiff. Spiel geht erstmal weiter. Sehr effektives Passspiel hier. Der Schuss. Sie können den Ball erstmal abwerfen. Er holt sich den Ball. Kann aber auch nicht wirklich. Jetzt könnte die Flanke kommen. Weil er holt sich den Ball und das war wichtig. Ja, der Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Die Ecke kommt. Ball ist erstmal wieder raus. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Klasse Technik. Schöner Ball da vorne rein in den Lauf. Das ist natürlich ein guter Pass. Gute Aktion jetzt. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal. Kommt aber nicht mit hinterher. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Chance. Ja, den hält er. Richtig gefährlich war das nicht. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist und der Ball. Das dürfte Halbzeit sein. Ein Tor haben wir in Halbzeit. 0:1 der Rückstand. Und damit ist hier noch nichts momentan entschieden. Es klappt in der Liga nicht wirklich.
Wir müssen nur auf unser Ergebnis jetzt gerade so ein bisschen achten. Nicht auf das, der zweite Spiel was die Gegner kann losgehen. Sehen. Die Football Friends müssen nun also diesen Rückstand aufholen. Chris. Ja, vielleicht jetzt mal mit Tempo. Oh, kein Tor. Da hatten viele hier schon den Torschrei auf den Lippen. Riesenchance zum Ausgleich. Und es geht so weiter. Man kriegt es momentan nicht hin. Ja. Zum Torerfolg zu kommen. Super gemacht. Jetzt hat er den Ball. Schöner Zwischengang, Ballverlust. Koke ist zum FC Liverpool gewechselt und verlässt Atletico Madrid. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Pass wird abgefangen. Jetzt kann die Flagge kommen. Ries. Er sucht die entscheidende Lücke. Ah, dann spiel doch. Er bringt den Ball auf den langen Pfosten. Aber er versucht. Der bleibt dann aber auch. Eisekalt stehen. Eddie, wie ist es denn zu fassen? Ecke kommt in die Mitte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Und den Ball angenommen. Schön im Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Jetzt die Flanke. Das macht er ganz sicher. Hat den Ball, der ihn vor keine echten Probleme stellt. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Klasse Pass. Jetzt endlich. Meine Fresse. Irgendwann ist aber gut. Da kommt das Tor nochmal und wir sind ehrlich, es ist ein überraschendes Tor. Also ich habe eher gedacht, wenn ein Tor fällt, dann auf der anderen Seite. Sie leben noch. Da sind wir wieder. 1-1, Wolfs. Und damit alles auf Anfang, es steht 1-1. Dieser Thema Quatsch hier. Na, ihr wisst, was ich meine. Sie scheinen sich Fehlstart, Dankeschön. Zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt ist Platz für den Konter. Ja, das hat sich an. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Der geht nicht rein. Jetzt feiern. Da haben sie die Führung. Es fehlt. 69. Minute. Und es ist verdient. Es ist vollkommen verdient, hier das Tor zu machen. Ja, erst hat der Keeper gut gehalten und dann kam er doch noch dazu. Definitiv. Also ich bin gerade ziemlich froh, dass das, was wir doch hingekriegt haben. Dann die nächste Chance. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt kann das Tor fallen. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Die Football-Friends sind beim Ballbesitz unterlegen. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen und nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr... Ah, oh, da könnte ich es machen. Da war mehr drin, denke ich, aber gekehrt. Vielleicht doch noch eine Chance.
Entwicklern, der das jetzt ausnutzt. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Da durch. Platz zum Flanken hier. Volle genommen. Super. Und nicht das 2:2. Ja, bin ich bei dir, da hat der Keeper überhaupt keine Mühe. Muni. Das ist mal die Übersicht, dieses Spielverständnis. Schafft sie hier noch den späten Ausgang? Die Fans laufen weiter. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Da ist die Flanke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Er macht das Spiel Stop. Schnell. Vielleicht doch noch die Entscheidung. Sie sind hier überlegen und können ein weiteres Tor erzielen. 1:3. Der Fehlstart ist hier jetzt erstmal abgearbeitet. Beziehungsweise vermieden. Gefangen. Ja, 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 ohne große Mühe den Ball abgefangen. Auf außen ist jetzt Platz. Jetzt die Flanke. Er hat den Ball, gute Aktion. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Jetzt ist es gefährlich. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Da, jetzt müssen sie aufpassen. Da muss er aufpassen. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Das ist die Chance. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Das war's. Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Die Gäste haben gewonnen. Sie holen sich hier einen schönen Ligasieg, auch in dieser Höhe vollkommen verdient. Also ich werde den Fehlstart mal vermieden. Bessere Mannschaft. Er hat heute wirklich gut gespielt, Kuschi. Ecke kommt in die Mitte. Da ist das Tor. Der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten. So, auf jeden Fall haben wir zwar unser viertes Gegentor diese Saison kassiert, aber wir haben es dann doch irgendwie noch geschafft, diese 3 Punkte auswärts mitzunehmen. Das Video spare ich mir jetzt gerade. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder und dann geht es schon wieder weiter. Gegen. Ich habe es in der letzten Folge, in der Folge manchmal kurz gesagt, gegen wen wir spielen. Einfach zu das momentan. Um wieder ein bisschen reinzukommen. Ja, das sind ein schönes Spiel Monster in der Liga. Die haben ja schon aus dem Pokal gekickt. Und gerade gesehen, Quality Town, ja. Die 1 Punkt haben bisher. Und sollten wir gewinnen, hätten wir 6 und wir haben schon wieder so ein bisschen mit da oben. Mit ein bisschen dabei. Klar, der Aufstieg soll natürlich passieren. Und aber der nächste Schritt in der nächsten Folge schaffen, da sehen wir uns dann an und ich freue mich wieder, wenn ihr einschaltet, wieder bei FIFA 22.